ein paar Color Lookups vom Beauty Color Lookup Paket vorstellen. Und zwar habe ich hier auch ein paar mehrere Bilder aufgemacht, die hier alle in den Beauty Bereich fallen, weil die Color Lookups hier einfach auf Beauty Fotografie ausgelegt sind und Beauty Retusche. Und ich zeige jetzt einfach ein paar an verschiedenen Bildern, wie sie so ausschauen, was sie so können. Und ja, ich habe mir die hier reingeladen in mein Color Lookup, weil ich die auch öfters dann verwende und ich mir die auch angelegt habe für eine Hilfestellung. Und ja, ich habe hier ganz oben und ganz unten, das sind noch die vom Standard Color Lookups vom Programm, vom Photoshop. Die zwei habe ich einfach sehr gerne und deswegen habe ich mir die drin gelassen. Die anderen restlichen habe ich eigentlich fast nie oder eigentlich nie verwendet und deswegen habe ich mir die auch da rausgenommen aus der Tabelle und mir meine eigenen reingeladen. Ich fange jetzt hier einfach ganz oben an, also die Masha Photo and Design Blue Darken. Das wäre jetzt einer von ein paar, die auch auf Farbe schauen. Wer meine Fotos kennt und meinen Stil kennt, der weiß, dass ich ja eher so irgendwie natürliche Farben habe und kräftige Farben bevorzuge. Aber ab und zu habe ich hier auch ein paar Looks drinnen, die eben auch ein bisschen färben und einen Look erstellen. Und die möchte ich jetzt auch mal kurz zeigen. Das ist erstens mal der Blue Darken. Der sieht so aus. Der ist einfach in den tiefen Stellen färbt er das Ganze so ein bisschen bläulich, bisschen violett und gibt der Haut so einen Bronze, so einen Bronze-Look. Was ich auch sagen muss zu den Color Lookups, die ich erstelle, ist, dass ich aufpasse immer, dass die weißen Töne sowie die Glanztöne im Gesicht eben nicht dann mitgefärbt werden. Das kann man hier auch ganz schön sehen, zum Beispiel an der Lippe oder auf der Stirn. Da färbt sich nicht viel. Die werden vielleicht eben durch das Abdunkeln der restlichen Haut ein bisschen hervorgehoben, aber ich passe da immer auf, dass sich eben die weißen Töne nicht verfärben und die Glanzstellen eben, damit dieser Look nicht unnatürlich ausschaut, weil ich das eben nicht so gern habe. Wie gesagt, also ich bin da eher so diese natürlichen Farben. Wenn ich etwas färbe, dann gerne in den Tiefen, aber die Lichter habe ich gerne schön weiß. Ich zeige das auch gleich noch einmal auf einem anderen Bild, damit man sich das hier auch ein bisschen vorstellen kann, wie das in verschiedenen Bildern ausschaut. Hier sieht man, wie sich das Weiß nicht wirklich verfärbt, sondern dass hier eben auf die Haut geschaut wird. Dann habe ich hier auch den Blue Color Lookup. Der macht das Bild ein bisschen bläulicher. Hier würde ich zum Beispiel bei diesem Bild hier mit der Deckkraft sogar auch ein bisschen rumspielen, aber jetzt im Vor- und Nachher sieht man schon, eigentlich schaut das mit dem Blue Color Lookup ein bisschen natürlicher aus, ein bisschen mehr im Weißabgleich. Das können wir uns auch bei dem Bild hier anschauen. Das ist nämlich ein sehr warmes Bild und wenn ich mir jetzt hier den Blue Color Lookup reinlade, dann ist das hier schon sehr viel mehr im Weißabgleich. Ist zwar bei dem Bild gewollt, dieser warme Look, aber jetzt zur Vorschau schaut auch nicht schlecht aus. Dann gibt es hier natürlich auch noch im Gegensatz zum Blue Color Lookup den Colder Color Lookup. Der macht auch kälter das Bild, also auch kühler, bisschen bläulicher, aber nicht so stark und eher in den Lichtern. Das heißt, der hier schaut eher hier auf die helleren Bereiche im Bild und macht die ein bisschen natürlicher, ein bisschen bläulicher. Und in den Tiefen hier im Hintergrund passiert nicht so viel. Also das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Colder und dem Blue. Und dann gibt es auch noch ein Gegenüber, den Golden. Der ist bei dem Bild jetzt natürlich schon sehr extrem und übertrieben, weil das Bild ja im Vorhinein schon sehr warm war. Aber bei dem Bild jetzt hier zum Beispiel, das ist ja ein bisschen kühler, da könnte der Golden gut passen. Und da sieht man auch wieder, dass hier wirklich auf die Glanzstellen auch geachtet wird, dass sich die nicht mit verfärben. Da haben wir auch noch das Soft Rose, das ist auch noch so ein Color Lookup, der hier ein bisschen in die
Farbtemperatur eingreift. Und ja, also wie gesagt, so viele färbende Cola Lookups sind hier nicht. Hier wäre jetzt noch der Bahamas, der Dove Bee, soll eigentlich heißen Dark Blue Violet und dunkelt eben auch wieder ab. Diesmal ein bisschen entsättigter und tut dann eben auch Blau-Violett in die Tiefen mischen. Der färbende Look, den habe ich sehr gerne. Das ist der Summer Look. Ich habe ihn Summer genannt, weil er mich einfach an Sommer erinnert. Der gefällt mir sehr gut. Den finde ich eigentlich irgendwie sommerlich. Ist halt ein bisschen violetter und kontrastreicher und macht so einen kleinen Glow in die hellen Töne und ja, erinnere mich ein bisschen an den Sommer. Aber kommen wir jetzt mal zu den eigentlichen Beauty-Color-Look-Ups. Und zwar die, zum Beispiel die Bronze-Filter. Hier zum Beispiel Bronze, der Haut einfach diesen Bronze-Look gibt. Wenn wir uns hier das vorher nachher anschauen, sieht man auch, dass hier auch wirklich schon sehr viele Details dann hervorgearbeitet werden. Gefällt mir sehr gut. Ich mag eine gebräunte Haut sehr gerne. Ja, ich zeige euch das jetzt auch noch gleich bei dem hier. Bronze. Von den Bronzefiltern gibt es hier auch verschiedene. Hier gibt es zum Beispiel nochmal den Brown and Blue. Der bräunt halt die Haut auch wieder nochmal und hebt die Blautöne hervor. Das sehen wir jetzt bei dem nicht so. Das zeige ich bei dem hier, weil die Augen hier so schön blau sind, dass die hier nochmal hervorgehoben werden. Hier kann sicher auch sehr schön sein, wenn vielleicht Wasser im Hintergrund ist. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber kann ich mir auch sehr schön vorstellen. Gibt es da auch noch den Soft Bronze? Der ist ein bisschen softer eben als der eigentliche Bronze-Look. Der ist ein bisschen stärker. Natürlich habe ich die Color-Look-Ups extra ein bisschen stärker und extra ein bisschen übertriebener gemacht, damit man hier noch die Deckkraft runterziehen kann. Der ist trotzdem hier ein bisschen softer noch als der normale Bronze-Color-Look-Up. Dann gibt es hier noch den Darken. Wo ist er hier? Der macht das Bild auch etwas dünkler, er macht das Bild auch etwas gebräunter, nur nicht mit so viel Sättigung wie die Bronze. Color Look Ups. Der hebt hier auch wieder schön die ganzen Details hervor und macht das Bild so ein bisschen krosser. Und ja, den habe ich auch sehr gerne. Der passt hier auch sehr gut auf das Bild und die Glanzstellen kommen hier auch noch mal sehr schön raus, finde ich. Aber ja, wie gesagt, also dieser Darken jetzt zum Beispiel ist ein bisschen entsättigt das ein bisschen. Nicht so wie die Bronzefilter, sondern nimmt hier ein bisschen die Farbe raus, nachdem man das ein bisschen dunkler gemacht hat, weil in den Schatten normalerweise ja immer weniger Sättigung drin ist als in den Mitteltönen und in den Lichtern sowieso wieder. Und deswegen tut das ein bisschen entsättigen. Aber wenn man das nicht möchte, dann kann man hier auch wieder auf Luminanz gehen. Zwar den Mischmodus ändern auf Luminanz oder eben auch vielleicht nur diese entsättigte Farbe oder eben Luminanz, wie auch immer. Hier kann man sich noch immer ein bisschen rumspielen. Oder sich eben durch Auffällen vielleicht nur an die Glanzstellen, nur auf die Glanzstellen konzentrieren. Also da gibt es auch noch wieder ein paar Möglichkeiten, hier den Mischmodi zu ändern. Und ja. Dann gibt es noch den Glowy Bronze Skin. Der glänzt jetzt ein bisschen mehr. Das ist halt ein Bronze-Look, der noch ein bisschen auf Glanz schaut. Also im Gegensatz zum Bronze-Look, wir sehen jetzt hier zum Beispiel direkt auf der Stirn, dass jetzt hier ein weicherer Glanz ist und hier ein stärkerer und härterer Glanz ist, den ich auch oft eigentlich sehr schön finde, wenn er eben stärker ist und
Also ich mag diesen Glanz sehr gerne auf den Wangen, auf der Nase, auf den Lippen, auf der Stirn. Also ja. Natürlich kann man diesen Glanz auch ohne Bronze nehmen. Hier ist nur Glowy. Da sehen wir schön, dass diese Glanzstellen hier einfach aufgehellt werden. Und da kann man auch wieder ein bisschen mit der Deckkraft variieren, so stark wie man es halt haben möchte. Und ja, können uns das auch noch bei den anderen anschauen. Glowy, genau. Da gibt es dann auch wieder hier verschiedene Glows. Überhaupt den Glowy, den Soft Glow. Der ist hier ein bisschen weicher. Und der Shine, der ist noch weicher. Also das sind so die drei Glows. Also oder beziehungsweise vier Glows, wenn ich den Bronze Glow noch dazu zähle. Einfach, beziehungsweise der ist einfach der härteste. Und dann der Soft Glow und dann der Shine, der hier noch mehr aufhält. Es gibt dann natürlich auch ein paar Tricks, die man noch dazu anwenden kann. Zum Beispiel beim Shine. Da wollen wir oft auch vielleicht jetzt nicht die Haare hier mit aufhellen oder irgendwelche anderen Töne im Bild mit aufhellen. Und da gehe ich auch gerne mal in die Kanäle und in den Rotkanal. Und markiere mir den mit Steuerung und auf den Kanal und mache mir dann erst das Color Look ab. Wenn ich das jetzt lösche, dann habe ich jetzt hier eben die Maske drauf, an den Stellen, wo es eben mehr aufgehellt werden soll. Hier, wo die dunklen Stellen sind, wird es jetzt weniger aufgehellt und wo die hellen Stellen sind, da wird der Filter mehr angewandt. Und so unterscheidet sich der Schein natürlich auch, zum Beispiel der Scheinfilter. Wir sehen jetzt, dass vorher die Haare sehr viel mehr aufgehellt wurden und jetzt eben sich wirklich auf die Hauttöne konzentriert. Hier gibt es noch viele weitere Filter. Insgesamt sind es 26. Zum Beispiel Kontrastfilter, zum Beispiel gar kein Kontrast. Oder eben, beziehungsweise weniger Kontrast, oder eben keine Tiefen, dass man hier eher aus den Tiefen noch ein bisschen was rausnimmt, das Bild aufhellt. Oder der TL-Kontrast, das ist eben Tiefen-Lichter-Kontrast. Da werden die Tiefen noch weiter abgedunkelt und die Lichter noch weiter aufgehellt. Das können wir uns auch mal ein bisschen näher anschauen. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Auge gehe, dann werden hier auch wirklich nur die Tiefen und die Lichter angegriffen. Also diese Mitteltöne werden hier bei dem Color Lookup nicht verändert. Wenn ich mir jetzt hier so einen mittleren Bereich aussuche, da passiert nichts. Das wäre dieser Color Lookup. Und den ich auch noch sehr gerne habe, ist der Detailkontrast. Den finde ich sehr schön. Der hebt hier sehr schön eben durch die Kontraste die Details nochmal hervor. Es ist kein Nachschärfen oder so irgendwas. Es ist wirklich nur mit Kontrasten gearbeitet. Und so sind hier eben aufgebaut diese ganzen Color-Lookups. Und ja, also eher aufgebaut für Beauty, oder für Porträts, einfach für Menschenfotografie. Und ja, einen wollte ich noch zeigen. Den Skin Tone, hier ist er. Hier ist ein Color Lookup drin, ich hau mal die Ebenenmaske weg, der sich hier ein bisschen auf die Hauptfarbe konzentriert. Wenn wir uns das jetzt einmal kurz anschauen, und zwar nehme ich jetzt eine neue Ebene und ich habe hier schon so ein bisschen was
Gelblicheres eingestellt und verfärbt mich hier so ein paar Teile. Gut, eine gelbe Nase. Und jetzt schalte ich mir hier den Skin Tone Color Look Up ein. Und da können wir auch schon sehen, dass hier sich die Hautfarbe eben ein bisschen anpasst aneinander. Natürlich tue ich bei dem hier jetzt die Lippen immer wegmaskieren und die Augen, beziehungsweise eigentlich drehe ich mir die Maske eigentlich immer um und maskiere mir jetzt her, welchen Bereich ich angepasst haben will. Lippe ist vielleicht nicht, aber ja. Also so benutze ich den. Natürlich macht er nicht alles wirklich zu 100% perfekt. Man muss dann noch mit einer weiteren Ebene, vielleicht auf Farbe, ein bisschen nacharbeiten. Aber das funktioniert eigentlich recht gut. Funktioniert recht häufig, dass sich das hier ein bisschen anpasst. Das wollte ich auch nochmal dazu zeigen. Der ist hier auch dabei. Genau, und es gibt noch ein paar andere, wie jetzt hier die Emerald oder die M Blue oder dem Strong Green. Wir haben jetzt da jetzt halt kein Grün im Bild. Aber ja. Popping. Der, finde ich, macht so einen leichten Pop-Art-Effekt und tut ein bisschen nachsättigen, ein bisschen den Kontrast rausnehmen. Ist ein schöner Look. Ja, das war's. Also das wollte ich hier nur ein bisschen repräsentieren, ein bisschen veranschaulichen, wie diese Color Lookups funktionieren und wie sie funktionieren, was sie eigentlich sind, also dass sie diese Beauty Color Lookups sind, die sich hier sehr auf die Haut spezialisieren, auf Glow, auf Bronze, auf Details, auf Kontrast, natürlich auch noch mit ein paar Farblooks, eben wie den Summer, den mag ich gerne. Oder paar Kombinationen kann man hier auch schön machen. Oder eben auf der Ebenenmaske noch ein bisschen arbeiten, um vielleicht hier ein bisschen irgendwo was rauszunehmen. Naja. Dann, ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du findest Freude an den Color Lookups und ich konnte ein bisschen auf einen kleinen Einblick geben in dieses Beauty Color Lookup Paket. Und ja, ich freue mich auch immer über ein paar Ergebnisse, falls du sie dir schon besorgt hast. Finde es immer schön zu sehen, wer was damit angestellt hat und wie das bei euch funktioniert hat. Und ja.